So Leute, Striptill 2023, Mais, Sonnenblumen, erledigt. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben Montag früh. Wir haben jetzt inzwischen 8 Uhr. Der Schaden ist repariert. Wir haben erstmal notdürftig eine Schraube reingemacht gehabt, eine 8.8er, um nach Hause zu fahren, weil wir keine entsprechend starke Schraube hatten. Und wir sind gestern auf dem Sonntag, waren wir in der Werkstatt, haben uns lange Schrauben, starke Schrauben geholt. Dann haben wir das Ganze repariert. Ja, und dann fing das beim Reparieren schon an, im Strömen zu regnen. Und dabei haben wir es dann gelassen. Wir haben uns aber heute Morgen zu um 6 Uhr verabredet und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt hier heute fertig, die letzten Hektar. Wie ihr da seht, sind es hier auf dem Stück noch die 3 Bahnen und dann Vorgewinde. Und dann sind wir durch mit Striptill. Dann war es das. Na, wir haben in Friedland noch ein Vorgewinde, eine Runde im Vorgewinde auf einem anderen Stück. Und haben halt ein super kleines Stück. Von daher gar kein Problem. Also, was heißt gar kein Problem? Von daher ist es gar nicht so viel. Aber wir wollen das jetzt endlich fertig kriegen. Ich wollte heute eigentlich oder gestern eigentlich schon mit Sonnenblumenlegen anfangen. Ich meine, die Bedingungen sind nicht gut. Es bleibt die Woche kalt. Es hat eben auch wieder geregnet. Trotzdem, ja, möchte ich gerne meine To-Do-Liste abarbeiten. Und ja, bei Sonnenblume, die hat da nicht so ein großes Problem. Ein bisschen bei kühleren Temperaturen. Das ist eine C3-Pflanze, also die ist vom Photosyntheseapparat halt heimisch. Die kann halt bei kühleren Temperaturen besser performen. Mais ist eine C4-Pflanze, wärmere Temperaturen performt er besser. Der braucht mindestens 8 Grad Bodentemperatur, damit er zügig rauskommt. Man sagt auch lieber eine Woche zu spät als einen Tag zu früh bei Mais. Aber ich will nun mal anfangen und ich habe nach wie vor noch den Wachstumsregler im Getreide. Es war auch, ja, als wir gefahren sind mit Striptill, waren halt Bedingungen, wo ich hätte Pflanzenschutz machen können. Jetzt sind wir durch, jetzt wird die ganze Woche wieder windig. Aber ich wollte halt auch nicht zusätzlich zum Striptill jetzt noch nachts mit dem Dings losfahren. Mit der Spritze bleibe ich ja auch auf Dauer kein Mensch. So. Ja, wir haben das repariert. Leider Gottes war das dann auch etwas rutschig da drauf auf dem Striptill-Gerät, sodass ich vielleicht abgerutscht bin und bin zwischen den Schaden gefallen, so ein bisschen blöd. Aber ganz gut, mein Knie ist nur ein bisschen dick geworden. Also mein Knie, was gerade verheilt war, ist ein bisschen dick geworden. Naja, kann man nichts machen. Bin dann eigentlich immer ganz froh in so einem Moment, dass mir das passiert und kein von meinen Jungs, weil ich bin eigentlich ganz gut fit und habe eine ganz gute Muskel- und Körperspannung, sodass ich sowas eigentlich immer ziemlich unbeschadet überstehe. Dann macht sich das Training auch ein bisschen bezahlt. Jetzt haben wir aber nach wie vor hier die Probleme. Wir haben da unten diese Senke und es ist halt lehmig und dann hast du halt ein paar Fahrspuren und da wird es halt wirklich nichts mit Striptill. Das ist, weiß ich nicht, da müssen wir erstmal das mal vernünftig durchlockern. Ich glaube, da sind auch ein paar Probleme von meinen Vorpächtern noch drinne. So sieht es jedenfalls aus, weil teilweise holt man trockene Schollen nach oben. Und trockene Schollen, dann weißt du eigentlich schon Bescheid, ne? So. Jetzt ist er leer hier. Zeiger wackelt noch einen ganz kleinen Moment. Aber die Bedingungen sind nicht geil. Es klebt halt so ein bisschen. Und eins kann ich euch sagen, wenn du halt über 5% Schlupf auf eine Raupenmaschine hast, dann kannst du auch fast nach Hause fahren. Habe ich nämlich hier vorne in den Ställen. Und ja, hier habe ich das jetzt breit ausgebracht, das Ganze. Auch da unten am Wasserloch. Wir kommen denn her, wenn wir durch sind und scheiben das Ganze ein. So, hier sieht man auch so ein bisschen, da sind die Zubringer gefahren. Da kommen dann halt die Schollen rauf. Ach, ist nicht. Ist dieses Jahr ist es dann halt, bekleckert man sich da auch nicht mit Ruhm. Die Zubringer bleiben jetzt auch die ganze Zeit am Rand stehen. Und ich fahre da selber hin und hole mir meine Gärreste ab. Wir fahren jetzt bei den Bedingungen auf keinen Fall mehr auf den Flächen mit den Zubringern. Ja, aber dann sind wir durch. Was sollen wir machen? Ja, am Ende haben wir uns jetzt hier auf die letzten Hektar, auf dem Stück jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, sonst sieht überall ganz gut aus, aber das Stück ist, ja, leider Gottes. Wir haben einmal gescheibt, damit
wir überhaupt Boden haben, der bricht, weil es doch sehr lehmig ist. Ich denke, hier ist dann doch tatsächlich die beste Variante. Da müsste man hier eigentlich mit der Verschlauchung kommen und dann Direktsaat machen. Einschlitzen, dann Direktsaat. Dann hast du halt kein Problem mit den Schollen. Wenn du mechanisch halt Schollen verursachst, dann musst du die halt auch mechanisch wieder zerkleinern. Wenn du den Boden aber als Ganzes lässt, dann hast du halt keine Schollen. So, titschen wir nochmal ein. Zack. So, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier seht ihr da bei den Fahrgassen und überall, wo mal ein paar festere Spuren sind, holt man da diese Schollen hoch. Weil der Boden da halt nicht bricht, weil er da halt ja, sehr kompakt liegt. Man muss sagen, alles in allem, dieser Boden ist noch nicht auf den, ja, weiß ich nicht, Stand, den wir mit unseren Flächen irgendwie haben. Der ist zwar klar ein bisschen schwerer, aber wir haben da hinter der Hecke gleich eigentlich schwereren Boden und der verhält sich schon inzwischen deutlich besser. Der bricht ganz anders als das Ganze hier. Kann ich euch aber auch noch nicht sagen, woran es liegt, warum die Böden teilweise mehr brechen und mal mehr nicht. Wahrscheinlich ist es die Kombination an Organik in den einzelnen Schichten. Ja klar, je mehr Organik an der Oberfläche, desto eher bricht er da oben. Ne? Ja. Und dann ist auch teilweise das Problem, wie ihr seht, da der Boden, der rollt da halt nicht durch. Und ja, manchmal staut sich da so eine kleine Welle auf. Dann hilft es manchmal einfach nur, wenn man einmal kurz anhebt, dass die Schare sich neu reinziehen. Also langsam fahren bringt es da nicht. Also normalerweise bei einer Fahrspur, wie man da sieht, der kommt direkt wieder raus. Normalerweise. Setzen die sich relativ einfach zurück, wenn man langsamer wird. Aber das macht der halt nicht immer. Und du kannst halt nicht die Steinsicherung so weit ranknallen, dass der Schar gar nicht mehr aushebt. Also wir fahren jetzt mit 145 Bar, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Damit halten auch die ganzen Schare als Steinsicherung. Das heißt, dass der 145 Bar werden benötigt, um die Schare auszuheben. Das Problem ist aber, wegen Folgendes, wie wir haben. Der Boden kommt raus. Bricht nicht, fliegt gegen den Reifen, staut sich da auf wie eine Welle. So, jetzt haben die Schare sich gesetzt und dann kann man wieder zügiger fahren. Seht ihr? Der bricht nicht, der baut sich auf. Dann fängt an, die Räder da so ein bisschen hoch zu springen davon. Ja? Die wollen da rüberrollen. Dabei heben die gleichzeitig das Schar so etwas aus dem Boden. Wenn das Schar rauskommt, macht das aber so ein Move nach unten, also so eine Bewegung nach unten. Dadurch werden wir tiefer. Und haben mehr Widerstand am Schar. Deswegen bleibt es auch zurückgezogen. Das ist halt eine Problematik dieser Steinsicherung. So, wenn wir hier langsam fahren, fehlt ein bisschen die Kraft, dann rutscht es zurück. Ja? Wenn es da erstmal in Position ist, liegt es ja da stabil und hat ja dann auch einen dementsprechenden Untergriff, um unter zu bleiben. Das Problem wird hier aber ausgelöst, nicht weil der Boden so hart ist, sondern einfach, weil der Boden dagegen fliegt, gegen die Reifen, sich nicht setzt, kann nicht überrollt werden, sondern staut sich so auf, dass die Räder nach hinten wegklappen. Und damit fängt das Unheil an, letztendlich, immer und immer wieder. Und wie gesagt, das ist nur ein Problem auf wirklich lehmigen Stellen. Und nur dieses Jahr bis jetzt. Aber ich will mich nicht beklagen, die Bestände sehen fantastisch aus. Wir haben Wasser, wir haben jetzt auch Wasser für die Maisaussaat. Wenn ich mich an 2019 erinnert habe, wo wir einfach nur fast in Asche den Mais reingelegt haben, wo es wirklich so trocken war, dass der noch nicht mal richtig gekeimt ist und teilweise gar nicht gekeimt ist. Naja, merke ich mich nicht beklagen. Jetzt werden wieder einige kommen, ja, dann kannst du auch mit Scheibenecke fahren und grubbern. Das steht nicht mehr zur Debatte. Punkt. Jo. Aber so wie hier, ne? Wenn es dann müh leichter wird, der Boden, und nicht mehr so schollig und dann ganz angenehm bricht, fließt der Boden da durch, geht das wirklich hervorragend und dann ist das eine feine Sache. Aber was wollen wir machen? Die letzten Hektar kriegen wir jetzt auch noch hin und eigentlich haben wir es hier auf dieser Fläche und dann zwei Stellen auf einer anderen Fläche. Ansonsten hat das wirklich gut funktioniert. So, wir fahren jetzt die vorletzte Bahn, dann haben wir hier noch einen ganz kleinen Zipfel und dann das Vorgewende. Und dann Vorgewende fahre ich immer außen rum. Ich habe jetzt übrigens ein paar Tipps oder ein paar haben sich gemeldet bezüglich meiner Spuren. Also bei Generation 4, was ich wohl habe, funktioniert das wohl nicht über die Tastata. Das geht wohl nicht, sondern nur Import über Shapes. Oder man kann das wohl relativ einfach übers Operation Center
rüberschieben. Das heißt, wohl die Task Data ins Operation Center kann wohl eingelesen werden. Die kann dann wohl umgewandelt werden dort und hier raufgespielt. Oder man kann ja ein Task Data Export machen mit einem Fend, wo alle Spuren drauf sind von dem Fend. Und das kann man wohl auch im Operation Center einlesen, umwandeln und dann rauffahren. So, jetzt sind wir hier beim letzten Stück. Für den anderen Betrieb werde ich das versuchen hinzubekommen und dann ja auch bekomme ich sicherlich die Spuren auch hier wieder übertragen, wenn wir das nächste Mal hier sind mit dem Schlepper. Soweit so gut. Das sind die Erfahrungen, die ich bis jetzt für uns alle in Erfahrung gebracht habe. Also man braucht zwingend das Operation Center wohl, damit das geht. Schon die arbeitet da wohl aber an eine Lösung, die dann wohl zufriedenstellend ist für alle. Schade, weil alle haben sich im Prinzip für das Task Data System geeinigt. Das heißt, dieses ISO XML Format. Du kannst Task Data schreiben, also Auftragsdateien, die liest du ein. Dann weiß der Schlepper, also du kannst alles da reinschreiben. Welcher Fahrer das ist, welche Maschine, welche Einstellung, welche AB-Linie fahren soll, welche Feldgrenzen, welche Applikationskarten. Du kannst alles dahinter legen. Und das funktioniert eigentlich in allen Systemen geil. In Fend, in Class, was haben wir denn noch? Also auch in den Arbeitsmaschinen. Das funktioniert überall, nur John Deere hat sich da einen anderen Weg anscheinend überlegt. Vielleicht ist es auch so eine europäische Sache, die Task Data. Ich weiß nicht, was in den USA präferiert wird. Aber die sind da ja auch mit Applikationskarten und sowas unterwegs. Ich meine, wenn man ein System auf dem Hof hat und man hat meinetwegen nur John Deere, ist es ja auch kein Ritt, dann auch nur dieses System die ganze Zeit zu arbeiten. Aber mit mehreren Maschinen war dieses Task Data Symbol, diese Task Data Sache halt eine super Sache. Dann fahren wir wieder da hoch am Windrad, da steht der nächste Zubringer und dann pumpen wir den wieder ab. So Leute, Striptill 2023, Mais, Sonnenblumen, erledigt. Erledigt. Waren heute ein bisschen mehr Vorgewände als gedacht. Waren jetzt 14 Hektar, wir haben jetzt 13 Uhr, ich habe 14 Hektar heute Morgen schon weg an Vorgewände. Und was ich euch zeigen will hier, das ist das Stück, was ich neu dazu bekommen habe. Und das, was da alles hängt, sind Rhizome von den Quecken. Ja? Aus jedem, müsst ihr mal gucken, die haben so einzelne kleine Knoten hier. Aus jeder kleinen Wurzel, die ihr da seht, kann eine neue Quecke entstehen, beziehungsweise kann ein oberirdischer Ausläufer entstehen. Und deswegen ist Bodenbearbeitung oder Bodenbewegung mechanische, die Vermehrungsstufe Nummer 1 für eine Quecke. Und das Ding, hier das Striptillgerät, kann gar nichts mit Quecken anfangen, sage ich euch so wie es ist. Ich habe hier, wo der Boden fest ist, geht es einigermaßen so. Aber hier war ein bisschen lose, das war jetzt hier nur noch am Vorgewende, ein bisschen lose, stockt alles auf. Also das ist nicht optimal, sage ich euch so wie das ist. Und die Quecken, also die Strategie war ja von mir, weil es ist auch gleichzeitig super uneben hier der Acker. Wir machen Scheibenecke mit Gülle. Dann lassen wir es ausgrünen, dann nutzen wir ein Totalherbizid. Dann können wir es nochmal grubbern, um nochmal einzuebnen und dann war es das mit Bodenbearbeitung für dem Stück. Und dann soll eigentlich nur noch Direktsaat oder Striptill folgen. Und wenn ich mir das so ansehe, wie das jetzt hier ausgrünt, habe ich mir auch schon gedacht, vielleicht lässt es jetzt auch erstmal einmal sein mit grubbern. Lässt das jetzt wirklich hier so ausgrünen. Und legst dann hier drin den Mais jetzt. Ja, weil wenn wir jetzt, ja gut, wir können es ja jetzt auf jeden Fall einmal wegspritzen. Aber wir werden dabei nicht alles treffen und dann wieder halbieren. Und dann werden wir wieder welche zum Ausgrün anregen. Aber es ist nach wie vor wahnsinnig uneben, wie ihr das seht hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier oben geht es noch, auf der anderen Seite unten ist es so unfassbar uneben. Aber ansonsten seht ihr, das Ding macht, die Striptill macht einen guten Job hier. Wenn der Boden gesetzt ist, sieht das auch geil aus. Und was man auch sagen muss, einfach beeindruckend, ist auch einfach dieses Raupenlaufwerk, wie bodenschonend das hier läuft. Ey, das ist Wahnsinn. Selbst ich kann noch hier die Spur noch mal ein Stück mehr reindrücken. Wahnsinn. Wahnsinn. So, Leute, wieder mit Gülle bekleckert hier. Das war's für dieses Video. Gehen wir erstmal rein. Ich habe gerade kritisch geguckt, ob ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt habe. Das war's für dieses Video.
Fertig, Striptill. Fazit. Fazit, John Deere 8X. Ich bin jetzt knapp 70 Stunden damit gefahren. Mich überzeugt definitiv das Raupenlaufwerk. Der Schlepper ist unfassbar wendig. Das ist beeindruckend für einen Schlepper in dieser Region. Der ist sowas von wendig, als wenn das ein kleiner Schlepper wäre. Dann liegt der einfach wie ein Brett so ruhig. Man sieht das tatsächlich auch in den Videoaufnahmen, wie der einfach nur über den Acker gleitet. Der fährt sich, also das Fahren an sich ist wahnsinnig gelungen. E23, das Getriebe, ist eine Hassliebe. Sage ich euch so, wie es ist. Es ist so, da vermisst man so ein bisschen die Vorteile vom Stufenlosen, dieses smoothe Gleiten, dieses E23. Du musst ihn auch permanent auf Laune halten. Ich bin hochgegangen auf 1750 Umdrehungen, weil er einfach besser fährt dann der Schlepper, weil er einfach griffiger ist. Und das so ein bisschen das Für und Wider. GPS-System, komme ich klar, kenne ich. Es ist eigentlich ein gutes, definitiv. Und ja, alles im allem muss man sagen, ist das ein überzeugender Schlepper. Wenn der wäre nochmal mit E-Auto-Power super interessant, einmal zu fahren, zu testen, wie das funktioniert. Bisschen das Heulen vom Getriebe ist ein bisschen belastend. Das macht aber hauptsächlich so unterhalb von 1300, 1400 Umdrehungen. Darüber macht das nicht mehr. Also scheint das irgendwas mit dem Druck zu tun haben. Fahrkomfort auf der Straße. Semi, aber dafür ist er nicht gemacht. Also man hat schon dieses Schütteln, dieses Wackeln, sodass die Spiegel auch richtig doll wackeln. Dafür ist er nicht gemacht. Und auf dem Acker ist das Ding einfach eine Waffe und der ist auch wirklich gelungen, muss man ehrlich sagen. Die Zugänglichkeit ist Wahnsinn. An den Seiten, auch hier am Heck, ist die Zugänglichkeit gut. Keine Frage, man kommt überall gut ran. Und von daher, also wer in dieser Richtung unterwegs ist, in dieser Schlepperrichtung und er sucht was, ah, da könnt ihr euch wirklich das Ding mal angucken. Das lohnt sich wirklich. Und wenn das Ding noch ein anderes Getriebe hat, dann läuft das noch umso besser, würde ich fast sagen. So, Striptill fährt jetzt auswärts und wir werden in der nächsten Folge entweder Pflanzenschutz machen, kommt drauf an, ob es windig ist, oder Sonnenblumen legen. Werden wir dann sehen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.